Hallo, heute schauen wir uns mal das Unboxing von Maus und Mystique an, was also in der Packung drin ist und ja, das wird von Heidelberger Spiele Verlag angeboten. Planehead Games ist wohl der englische Herausgeber, würde ich mal sagen. Und ja, hier hinten sieht man schon, ist ab 7 Jahre, 1 bis 4 Spiele, also man kann es sogar alleine spielen. Und so eine Stunde, anderthalb Stunden sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Das Schöne an dem Spiel ist, es ist sehr storylastig, also man kann so eine richtige Geschichte nachspielen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was so in der Packung drin ist. Einmal habe ich bei dem Vertrieb, wo ich das gekauft habe, nochmal so eine Sonderkarte bekommen, ein Nadelrapier. Es ist halt ein Rollenspiel, das heißt, mit dem Rapier habe ich plus 1 erstmal irgendwas. So richtig weiß ich ja noch nicht, was mit dem Spiel los ist. So, dann gibt es einmal die Spielregeln. Die sind auch relativ übersichtlich, also sind jetzt keine 100 Seiten oder so. Es sind insgesamt 19, 20 Seiten. Davon sind 18, 19 Beschreibungen. Also von daher, das hat man relativ zügig drauf, glaube ich, das Ganze. Das also zu den Spielregeln. So, dann gibt es ein Questbuch, also ein Buch mit den verschiedenen Szenarien, die man spielen kann. Und diese Szenarien, wir fangen immer mit einer Einführung an, dann gibt es erstmal eine kleine Geschichte, die kann man sich in Ruhe durchlesen. Und dann gibt es ein erstes Kapitel. Und hier geht es dann darum, Kapitel Ziel, flieh aus der Burg und rette euch zu dem knorrigen alten Baum im Burghof. Und da kommen wir gleich zu. Also sind dann hier die Pläne aufgebaut, wie diese Map läuft. Jeder Raum wird einzeln erklärt, es passieren Storys. Dann gibt es ein zweites Kapitel, drittes, insgesamt 9 Kapitel oder 10 Kapitel im ersten Buch. Falsch, 11. Also von daher viel, viel Stoff zum Lesen, wenn man storylastig mag und auch viel zum Spielen. So, dann haben wir hier den ersten Teil des Rundenbretts. Also da geht es darum, wie viele Kapitel spielt man oder eher gesagt, wie viel Zeit hat man. Dann gibt es noch einen zweiten Teil. Und hier werden dann auch rechts die Gegner aufgelegt, in die Mitte die Karten, hier unten die S-Karten, da oben die B-Karten. Und hier gibt es noch ein Zeitrad, ein Käserad und dort wird aufgelegt, wann eine Runde weitergespielt wird. Also wenn von Seite 1 auf Seite 2 gesprungen wird. Und irgendwie, bei manchen Kapiteln geht es bis 5, bei manchen bis 8 und so weiter. Dann gucken wir uns mal die Tafeln an. Hier haben wir also eine Tafel, das müsste der Außenhof sein, genau, 1 Burghof, oben in der Ecke steht immer, wo wir sind. Hier also, haben wir also einmal den Burghof, dann haben wir hier einen Tunneleingang, dann haben wir hier noch die Küche, dann haben wir einen Küchentunnel. Dann haben wir einen Wachraum. Wir haben eine Kanalisation. Und die ganzen Elemente auf den Feldern bedeuten auch was. Also bei manchen Punkten kann man die Karte wechseln und kommt dann auf der oberen Seite wieder raus. Oder geht halt auf die untere Seite. Es gibt immer einen unten und oben. Dann gibt es hier den Speisesaal. Also hier ist auch die Thematik, wie kommt man auf den Tisch drauf. Dann haben wir den Speisesaal-Tunnel wieder unten drunter. Ja, Mäuse gehen auch ab und zu durch irgendwelche Gänge. Dann haben wir hier noch die Kammer des Alchemisten. Dann den Kristalltunnel.
Dann haben wir das Gemach des Königs. Hier kommt man auch irgendwie oben auf das Bett. Dann haben wir den Tunnel des Königs. Dann haben wir noch das Gemach des der Königin. Aha, mit Schminkspiegel und so weiter. Dann haben wir die Schmiede. Ein Rohrlabyrinth. Und noch einen Abflusskanal. So, das war jetzt alles von den Spielbrettern. Dann gibt es hier einige ausstanzbare Teile. Hier eine Katzenpfote zum Beispiel. Hier ein Diamant, das sind glaube ich die Errungenschaften. Hier noch ein paar Rohrstücke. Dann haben wir hier hinten noch, wenn man verhext ist oder betäubt. Das hier ist glaube ich vergiftet oder Leben auf jeden Fall. Dann gibt es den Anzeiger, wo Ende ist. Hier sind zwei, drei Sachen drin. Müssen wir mal schauen. So, machen wir mal weiter. Also, dann haben wir noch was in der Box. Wir haben noch die ganzen einzelnen Figuren. Das heißt, hier sind dann Mäuse, Spinnen, Käfer, Kakerlaken. Oh, ist ja richtig eklig. Also, hier jede Figur richtig schön aufgebaut. Hier ein Tausendfüßler. Und man kann sogar die Details erkennen bei den einzelnen Figuren hier. Also muss man schon sagen, schön modelliert, aber anmalen werde ich die dicke Spinne hier nicht. Okay, dann Würfel. Insgesamt 5 Stück mit Käseseiten. Ich denke mal Fernkampf, Nahkampf. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mit Schild, ohne Schild. Also 5 ungewöhnliche Würfel. Dann haben wir hier die verschiedenen Figuren. Das heißt die Tilda, eine Heilerin. Und auf der Rückseite auch eine Erläuterung, wer Tilda denn so ist. Dann haben wir den Colin. Auch wieder mit Erklärung. Den Finger. Die Lilly. Den Maginos. Und den Rex. Immer mit Erläuterung hinten drauf. Also auch einige Charaktere, die man spielen kann. Wenn man spielt alleine, soll man, soweit ich weiß, auch alle Charakter für dieses Level dann mitnehmen. Wenn ein Szenario also 3 oder 4 vorsieht, dann soll man auch mit 3 oder 4 loslaufen. So, man kann also nicht mit einer Figur alles schaffen, sozusagen. So, dann haben wir hier Erste-Hilfe-Karten, also F-Karten. Was da so drin ist, muss man da mal schauen. Du kannst diese Fähigkeit als freie Aktion einsetzen. So, dann haben wir hier noch Ausrüstungsgegenstände, Präzisionsbogen. Wenn du mit diesem Bogen angreifst, zählen alle, die du würfelst, als 2 Treffer. Schön. Also das sind diese S-Karten, wie es aussieht. Dann haben wir hier noch Begegnungen. Da kommt es darauf an, auf welcher Seite man bei diesem Zeitanzeiger ist, den ich am Anfang gezeigt habe. Am Anfang kommen zum Beispiel 6 Kakerlaken und wenn die Seite die Zeit fortgeschritten ist, kommen zum Beispiel 4 Elite-Ratten als Begegnung. Ja, und das sind dann schwierige, wie es aussieht, scheint es auch noch einfache zu geben. Also Bewegungskarten und hier nochmal. Kleine Karten für den Colin zum Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass das noch Zusatzinformationen sind, dass man die kompakt irgendwie in der Hand hat oder so. Aber genaues muss man sich mal anschauen. So, dann haben wir hier noch einen leeren Beutel, um die ganzen Chips oder so, Zusatzmaterialien reinzupacken. Und das war's. Also, das ist Maus und Mystik. Ab 7 Jahre, 1 bis 4 Spieler. 60 bis 90 Minuten von Heidelberger Spieleverlag. Sieht sehr schön aus. Mehr zu dem Spiel bekommt ihr im nächsten Video. Bis demnächst. Bye.